Hallo liebe Leute, hier ist wieder WLP. So, wie gesagt, haben wir uns in der zweiten Reihe. Wir fangen wieder an mit in Second Son, Second. So, und das letzte Mal mussten wir hier diesen Reggie folgen, ne? Das war ja sein Bruder. Und da war ja dieser Typ hier, der uns infiziert hat, dass wir jetzt auch so ein Bioterrorist sind. Ja, und dann schauen wir mal weiter, wie es aussieht, ne? Ist hier so einiges verbrannt. Aber dann wollen wir mal loslegen. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal den folgen und zur Niemals Fischfabrik Fälle gehen, von steht hier. diesen Skicks mehr, ja? Dann gehen wir Ich doch da hätte mal es doch hin. vorhin nie zu dir geschafft, ohne. Versprich mir Und einfach, dann dass mal du es sein gucken, was hier wirst. los ist. Okay. So. Du sollst. Sheriff, wir kommen nicht rein! Der Knopf Was ist klemmt! jetzt Ich hier? glaube, Betty ist noch da drin. Oh Mann, das Schloss ist Ach so, gesperrt. und ich muss da jetzt irgendwie durch, oder? Wie Oder? zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Er ist Na gerannt. los, finden wir es raus. Schauen wir mal. Oh, und es hat geklappt. Wir sind da locker durch. Nein, Nicht ist er schlecht. Das ist nicht! ja geil, ne? Verdammt. Wenn die Leute das von dir erfahren, gibt es eine So. Falle. Gut, geh. Beruhig die Menge. Ich bring Aha, Hilfe beruhigt mit. die Menge. Sieh nach, Jetzt ob müssen einer wir mit gucken, den wie wir Kriminellen reinkommen, aus ne? da drin ist. Und pass Natürlich auch auf! witzig. Man weiß nie, wozu diese Freaks fähig sind. Wie man hier reinkommt, das weiß ich auch Ja, nicht. diese Schauen wir Freaks. doch mal. Finden Sie einen Weg in die Fischfabrik? Kann ich durch Türen springen? Eigentlich kann ich hochkrabbeln. Ah, es wird nichts bringen. Ich muss herein. Kann ich durch die Ich Türen, muss ne? irgendwas tun. Betty Nee, es braucht muss. mich. Das bringt nichts. Ah, ich sehe gerade, wir müssen mal hier ein bisschen den Ton lauter machen, glaube ich. Warte mal. Dialog. Einmal ein bisschen alles höher machen. Dass man auch ein bisschen was hört, denn. Und dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir gucken. Wie gehen wir jetzt hier rein? Am besten vielleicht Ah, hier. irgendwie muss man doch da reinkommen. Ah, ja. Ah, sehr cool. Sehr, Oh, sehr geil. Luftschächte. Gut zu wissen. Okay, Luftschächte. Dann gehen wir hier auch wieder rein. Nicht gut. Okay. Boah, das sieht geil aus. Okay. Das tut sicher weh. Und jetzt? Schauen Betty, wir mal. wo steckst du, Betty? Aha. Das wird nichts werden, so wie es aussieht. Das wird nichts. Was müssen wir jetzt machen da? Oh, Kette. Nimm die Kette und mach es platt. Jawohl, drücken Sie Viereck, um mit Ihrer Kette auf die Balken zu schlagen. Na dann, Feuer frei. Das Jackpot, funktioniert. Ich Jackpot. will die Und Überraschung nicht nochmal, weil es so verderben. schön ist. Ja, warte. Ah ja, okay. Bin gleich Weil da, die Betty. Dinge. Ah, ja. Ganz ruhig. Sie müssen weg Bleiben von Sie hier. weg Oh, von oh. mir! Ich versuche Ihnen Nein, zu helfen. bleiben Hilf. Sie weg von mir! Stopp! Der Aha. 10. Ich wollte Jetzt nur für aber eine ein Ablenkung bisschen sorgen. hier. Ich Jetzt wusste gibt's nicht, dass auf hier die jemand hängt. Fresse. Du hast mir das angetan. Du bist ein Conduit. Oh. Betty, Oh. ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus. Gut, ich bin weg. Nein, erst bringst du das in Ordnung. Oh je. Was geht jetzt ab hier? Wieder lange Zwischensequenzen. Oh. Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, Aha. auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Die Geschichte von dem jetzt reden. So Als wie ich es die aussieht. Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis dass die UP mich dann erwischt hat. Ja, die haben ein besonderes UP. Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in eine Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Niemals. Nee, hört sich nicht gut an. Da gab es dieses rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Ah ja. Geduld haben. Früher oder später Also die machen sie Geschichte hört sich bis Fehler. jetzt schon mal ganz interessant Ist an, immer so. Julia. Man Muss ich sieht schon mal vielleicht sagen. etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht Also für wissen mich ist es jetzt soll. so sehr interessant auf jeden Fall. Als das Miststück uns Könnte Meyers in spannend den werden. Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Eine günstige Gelegenheit. Alles klar. Der war in Drin. dem seinem Kopf drin und hat es Das gesehen war alles. ich. Das warst nicht Aha. du. Du hast es gesehen? Das DUP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dort.
Oh Mann, wieder ab hinterher. Wow. Langsam, Brunner. Ich warne dich, Kleiner. Hau ab! Nein. Du gehst nirgendwo hin. Das werden wir nicht tun. Auf keinen Fall. Bis das in Ordnung ist! Jetzt gib's auf die Fresse, jetzt komm her hier. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Du bist jetzt ein Conrad, Kleiner. Ein Bioterrorist. Willkommen im Laufe um dein Leben. Ich bin kein Bioterrorist. Und genau das tue ich. Ich helfe Leuten. Auch wenn ich dabei durch mich durch muss. Du gehst nirgends hin, bevor du das in Ordnung gebracht hast. Das kann man nicht in Ordnung bringen. Dann. Wow. Zeig mir wenigstens, wie man es kontrolliert. Keine Zeit. Das wo ist denn jetzt hin? Hallo? Weiß, wow, der macht aber ganz schön. Bam, ey. So, wo ist er schon wieder hin? Ist aber die. Hä? Wo ist denn der hin? Ach, da drinnen. Wow, 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 wow. Oh nein, bleib ruhig. Hau endlich ab! Nee. Du hast hier was Böses gemacht und dafür musst du jetzt büßen. Du hast nur Scheiße angetan. Boah, der haut aber ganz schön rein, der Typ, ey. Boah! Wir sterben aber nicht, oder? Wie das aussieht. Ja, ja. Wer immer da kommt, kommt wegen dir, Mann. Boah. Nicht wegen mir. Du wurdest gesehen, Kleiner. Die Leute hier wissen von dir. Und sie weiß, wie man sie zum Reden bringt. Viel Glück, Kleiner. Auf keinen Fall. Ich gehe nicht in wieder hier raus. Tür öffnen. Na dann los, raus da. Lass mich einfach gehen. Lass mich hier abhauen. Und niemand muss hier etwas hierüber erfahren. Oha. Warte mal, stopp. Wir können doch reden. Ach, du Kacke. Oh, Henry. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ach, das ist das sogenannte rothaarige Miststück. Gut. Wir haben ihn, oder? Ich, hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders ihr. Bioterrorist. Henry Daughtry war ein Bioterrorist. Mhm. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter. Oder? Ich, gib mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Du bist nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus zwei Gründen nervös sind. Aha. Entweder sie sind feige, oder sie haben etwas zu verbergen. Nee. Wir sind nicht feige. Ich bin auch bei hübschen Mädels nervös. Hübsch. Ansichtssache, würde ich sagen. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendwas gesagt? Nee, er hat nichts gesagt. Erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen? Für Verschwörung. Jetzt auch zu sabbeln. Lass uns weitergehen. Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Gut. Das ist gut zu hören. Ja, also, dann zieh dein jetzt. Weißt du, wir führen einen Krieg auf Leben und Tod mit diesen Bioterroristen. Und es ist mein Job, alles zu tun, damit wir diesen Krieg auch gewinnen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob die gute oder böse ist. Aber ich denke mal eher, also ich. Ist schon komisch, oder? Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Die ist böse. Ich kann die nicht sagen. Okay, okay, okay. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist, was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst. Was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich habe Rechte. Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Alter, wie geht denn die ab? Was war da drin los? Nix war drin los. Und ich sage es nochmal. Nichts. Ah! Ei. Das hat gesessen. Tut ziemlich weh, hm? Boah, wie geht denn die ab, ey? Vielleicht boah, weiß ich, krass. Was da drin los war. Nein, Betty, nicht! Wirklich? Keine Antwort? Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Fass die einmal an, ey. Ich glaube, es hängt. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen.
Und wenn sie nicht redet, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter. Und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Hast du mir etwas zu sagen? Nee, die ist nicht gerade koscher, die Frau. Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? Die ist nicht koscher, auf keinen Fall. Ob man sie den Stamm... Nee, ich stell mich, weil blau ist, denke ich mir... Ich weiß nicht. Ich stell mich. Ich opfer nicht den Stamm. Ja, nun, mach das. Ich will das jetzt machen. Achso, bestätigen. Okay. Ich bin ein Conduit. Aha. Was? Ich sagte, ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Ja, Alter. Wie geht denn dir? Na, Betty? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ja, hab gehört, das soll wehtun. Du bekommst noch dein Fett weg, Alter. Ja, die geht ja mal ab. Neue Karma-Stufe. Beschützer, Sie haben den ersten Schritt getan, um ein Held zu werden. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, tun wir es nochmal weiter, ein Held zu werden und ein Held zu bleiben. Mal schauen wir, was hier passiert. Das ist ja mal sehr krasse Wendung jetzt hier. Viel so langes Intro. Das ist natürlich der lange Intro jetzt hier. Ich hoffe, es ist die ganze Zeit im Spiel, sodass man so ewig lange warten muss, bis man weitermachen kann. Ich hoffe es ja nicht. Wäre jetzt nicht so cool. So ein bisschen gut von der Geschichte her, merkt man das. Karma-Stufe. Sie sind auf dem Weg, ein Held zu werden. Gute Taten erhöhen ihre Stufe. Nice. Aber ich denke mal, böse... Was zum Henker ist hier los? ...werden die Karma-Stufe auch erhöhen, aber halt, dass ich böse werde. Das wollen wir ja nicht. Ist das Langhaus jetzt etwa ein Krankenhaus? Jetzt laufe ich hier ewig rum. Okay. Wie lange war ich weg? Auch gut zu wissen. Ja, ist nicht schlecht. Ne? Oh, was ist denn hier los? Oha. Kann man da reingehen? Nick, Mann, was ist passiert? Aber man kann da gar nicht reingehen. Schade. Ich wollte die jetzt mal sehen. Ein bisschen freaky aus, also, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, dann machen wir mal wieder Schluss. Und machen im nächsten Teil dann weiter. Und sehen, wie es denn weitergeht, weil wie man sieht, wurden jetzt alle hier verendet und gemacht und getan. Wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? Und dann, ja, schauen wir mal, wie es denn hier weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall über Like freuen. Über neue Leute, lasst ein Abo da. Würde ich mich echt sehr drüber freuen, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Ciao mit V, Leute. Haut rein, euer Wugi.